Im Jänner wurden am Flughafen Schwechat Chamäleons beschlagnahmt aus Tansania, wie wir dann hier im Tiergartenischen Brunnen gemerkt haben, ganz seltene, hochbedrohte Arten. Wir konnten sie sehr gut unterbringen, obwohl es nur sehr wenig Wissen über diese Tiere gibt. Und es ist so, dass jetzt alle schon Eier gelegt haben und es bei den ersten Arten, einem kleinen Zwergchamäleon, jetzt die ersten Jungtiere gegeben hat. Und das freut uns natürlich sehr. Das ist ein Zeichen, dass wir relativ viel richtig gemacht haben. Also es handelt sich um das Nguru-Zwergchamäleon. Das kommt in einem ganz kleinen Bereich, relativ hoch, auf 1600 Meter in Tansania vor. Das Verbreitungsgebiet sind nur 2 Quadratkilometer. Männchen werden 4 cm, Weibchen werden 6 cm. Die Schlüpflinge sind nach dem Schlupf 1 cm lang. Also wirklich eine sehr, sehr kleine Art, die eher bodennahe und in der Strauchschicht lebt. Und natürlich dort sehr gefährdet ist, weil wenn dort gerodet wird, was halt natürlich auch passiert, oder die Gebiete für Plantagen verwendet werden, ist gut, wenn man eine Bäckerpopulation hat, die menschliche Obhut, um die Tiere, weil es notwendig ist, wieder ins Land zurückzubringen.